Herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5 und in dieser Folge schauen wir mal, dass wir ein bisschen Geld verdienen, unter anderem mit Trading. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, wie wir das hinbekommen können. Finanzen und Dienste. Also wir müssen X hier. So, und dann ist die Frage... Live and wait a seer. Stirbt nach tragischer Explosion. Live and wait a seer. So, das heißt, die Aktie ist praktisch unten. Wir haben generell hier viele, wo wir sagen könnten, wir füllen Anschläge drauf und dann geht's mit denen bergab. So. Wir haben hier natürlich noch einen zweiten Aktienmarkt. Okay. Wo genau ist jetzt Life Invader? Hä, bin ich jetzt blind? Ah ja, das sind sie. Mhm, genau. Der Grund, warum die Welt einfach nichts mehr kriegt. Ja, gut. Das heißt, wir müssten jetzt mal gucken, dass wir jetzt was kaufen. Weil wir dann ja hochgehen. Das heißt, warum habe ich bloß 7000? Irgendwas. Na, okay. Kann ich das nicht hier irgendwie eingeben? Nein, was ist jetzt kaputt? Kaufen. Gut, dann machen wir es halt so. Und versuchen dann so mal Geld zu investieren. Ich würde sagen, wir machen das mal... Ach, eigentlich können wir fast alles nehmen, oder? Es war doch so, dass wir jetzt dann den Wert nicht mehr durch irgendwas weiter runter kurbeln, oder? War mir so oder war mir so? Machen wir mal. So, kaufen. Bestätigen. Ach, egal. Weiter. Gut. Life Invader. Haben wir jetzt. Aktien. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal, dass wir Geld verdienen. Modifiziere deine Karre. Mit 9 Steuer. Ja. Huch. Lappen. So, die Frage ist, machen wir jetzt noch ein bisschen was mit Fremde und Freaks oder gehen wir jetzt gleich zu Lester? Ich würde sagen, wir gehen gleich zu Lester, dass wir das mit unseren Aktien nicht vergessen. Dann hätten wir nämlich ein Problem, wenn wir das verpeilen. Michael, jetzt wäre eine gute Zeit, mal in die Aktienbörse reinzuschnuppern. Hier ist ein Link, da kannst du dich mal umsehen. Da muss ich jetzt mal kurz reingucken. Das ist doch jetzt eine Nachricht. Ja, das kennen wir schon. Das hier kennt man auch schon. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Aktienhandel. Michael, ne? Billig, verkaufe teuer. Genau. Hoppla. Entschuldigung. So, genau. Und wir haben ja jetzt schon gekauft. Hey, was ist denn hier los? Hey! Jungchen, jetzt ist auch mal gut hier. Ich muss ja mal weiterfahren. So. Nochmal rein. So. Genau, mein Portfolio haben wir schon Prozente. Warum sind die jetzt noch weiter runter? Mist. Na okay, die werden schon wieder hochkommen. Da machen wir uns mal keine Sorgen. So. Eieiei, so. Was haben wir hier noch?
Bla 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 bla. Haben wir schon. Uah. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. So. Jetzt fahren wir mal zu Leicester rüber. Oh Mann. Leider hat jetzt Life Invader noch ein bisschen was an Wert verloren. Aber okay, das kompensieren wir wieder. Das wird schon. Ich meine, so Aktien zu handeln und dadurch Gewinn zu erwirtschaften, ist ja jetzt nicht wirklich ein unbekannter Weg. Ein sehr, meiner Meinung nach, sehr interessanter Film, der das behandelt, wäre zum Beispiel Entführung der U-Bahn Perlma 123. Aber da gibt es noch einiges in die Richtung, wo dann irgendwelche Aktienkurse manuell verändert werden, um daraus Gewinn zu schöpfen. Kann ich da rüberfahren? Ich meine, wenn nicht, habe ich gleich ein Problem. Okay. So. Ist das jetzt hier die neue Base? Hier rein, oder? Ja. Oh! Was? Besorgte aus deinem Kleiderschrank? Ja, scheiße, das habe ich jetzt vergessen. Das tut mir leid. Dann müssen wir da gleich nochmal los. Ich weiß gar nicht, ob ich da was Gutes im Kleiderschrank habe. Oder ob ich mir da noch ein Outfit kaufen muss. Ich würde sagen, wir gucken erstmal zu Hause vorbei. Das ist natürlich kacke, dass wir den Umweg hier fahren müssen. Das tut mir jetzt leid. Da habe ich doch dann was vergessen seit der letzten Folge. Ja. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Naja, klar. Okay. Das war natürlich... Wäre zu schön gewesen, wenn wir da spurlos drumherum gekommen wären. Oh, was geht jetzt wieder? Eigentlich wollte ich nur nach dem Kleiderschrank gucken. Aber okay. Mist, jetzt bekomme ich Hunger. Jetzt bekomme ich Hunger, so ein Mist. Ich muss demnächst mal was essen. Ist ja schon 5 vor 11. Jimmy! What the fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. Subinor. What? You go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Gut, so kann man's auch machen. Little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides, just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great.
fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. Naja. Ich kann Michael verstehen. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Oh Mann, Leute. Aber wie gesagt, ich kann Michael verstehen, weil... Naja. A bike ride along Vespucci Beach? So ein Junge, also so ein Kind, Sohn zu haben. Naja, gut. Irgendwie muss man ja einmal dazu kriegen, was zu tun, wenn der Tag lang ist. Wobei ich jetzt eigentlich gern meine Mission fertig gemacht hätte, aber okay. Dann machen wir halt erstmal das und sehen uns dann bei der letzten Mission halt nachher wieder. Das ist doch egal. When yours are so unbelievably fuck-faced. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Fuck yeah, my jam. Don't push me. Seriously, some guys borrow your phone. You're driving like... You're driving Bitte? Like a psychopath, Michael. Do you Ach, realize komm. That? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God! You think I've got learning... Forget me! Oh, das tut mir natürlich leid. You think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. No, not unless they're a spick, or a Jew boy, or an... What's wrong with you? Or an ass-munching homo. Oh, there was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And mowing someone down in the street? Hey, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do, and you never cared. I just said that Dr. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Toll. Also gut, holen wir uns ein Fahrrad. Hey, you. Two bikes. Take your pick. Wähle ein Fahrrad. Alter, ich nehme das Rennrad. Bin ich am schnellsten? I'll take this one. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Muss ich richtig rumfahren? Ich glaube nicht. End of the pier? All right. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Vorderbremse. Die Hinterradbremse mit S. If I have a heart attack, it's your fault. All that smack talk ain't gonna put me off my stride. So. My body isn't meant to work like this, but I'm making it to beat you. Come on, Jim. Keep pushing. Kurz mal ein bisschen ab. Bury yourself out here. You're a sore loser. Hmm. This hurts so, so much, but I don't care. It's not the winning, James. It's the taking part that counts. Oh, I'm about to pass out. When I wake up, please let me. Man kann es sein, dass der vom Spiel schneller fährt, wenn ich abkürze. So ein Kack. Don't die. Don't give him the pleasure. Gehen Sie weg, gehen Sie weg, gehen Sie weg. Oh Mann. So. Mittlerweile liegt unser Sohnemann schon etwas zurück. Wir sind gut im Rennen. Ich glaube, der ist auch schon ein bisschen schneller geworden. Warum müssen wir jetzt hier hoch? Hey, warum überholt er? Hey, du Arsch! Come
Hey, warum ist das Arsch zu einmal schneller? Warum fährt er auf einmal schneller? Kann doch nicht sein. Ist doch gescriptet. Das darf doch nicht wahr sein. That's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, genau. I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Ooh. Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Shit. Dad. Yeah. Oh, die schöne Unterwasserwelt. Junge, tauch mal wieder bitte auf. Hallo, tauch auf. Jung. Oh Mann. So. Gut. Mal gucken, dass wir uns wieder ein bisschen regenerieren. Okay, tauchen. Ist klar. Hey, wie? Hallo, jetzt steig doch mal auf, Junge. Boah, ist das ein Lappen. Lol. Alter. Okay, das, ja, Warum taucht er bei mir nicht richtig auf? Oder muss ich... Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, alles klar. Das heißt, jetzt kann ich so tauchen. Dann nimmt man hier und geht dann so hoch. Right? Right. Okay. Sehr gut. Jetzt habe ich es durchdrungen. Muss ja mal mit der Steuerung noch ein bisschen warm werden. War natürlich blöd, dass wir uns da wegen ersoffen sind, aber dafür wissen wir es jetzt umso besser. Dignity. Los Santos. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rauf aufs Schiff. Take you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was what? Your house? Yeah. Man, you gotta kill her bad, Mr. Isn't it awesome? Not all. Let's go. Those walls could talk. You think I do it? Was hier so alles rauskommt. What are you doing? Hey! Fuck, man! I like them. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. Yeah, well, so am I. Wenn die nur wüsste, dass das nur zu ihrem Besten ist. Get on! Now!
I'm about to skin you alive! Komm. God damn it! Go! Yeah! Shit! They're coming after us! Go into that outlet! If you say so, Trace! Halt! Funktioniert es? Shitty. So ein Kackmist hier da. Wenn da dann mal dein Bildschirm hier. Ah Mann. Der Bildschirm geht mir ab und zu mal aus. Das ist blöd. Naja gut. Versuchen wir es jetzt nochmal. Uah. Du Scheiße, ey. Ja, das merke ich auch. We'll lose them if we keep going this A-D. Way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Go, ja, go, keep die going. Kanäle hier sind cool. Come on, let us go. Wo fahren wir eigentlich hin? Hey, turd buckets! If you kill us, you'll be jailed and the sea shark will be impounded! Back up, you pricks! My dad's the one you want to kill! He's on the front of this thing! Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen. Looks like this is the way out. Okay. Oh my God, 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 they're gone. Oh my God. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen sie abknallen, aber okay. You see? They're gone. It's okay. Yeah, jetzt gehen wir hier mal auf die Wellen. Yeah, das ist doch mal geil, oder? Yeah. Now, what did you say? Das ist doch mal nice hier. No worries, it was a pleasure. I bet it was a pleasure. You're only pleased when you're being shot at. No, I meant you don't have to thank me for saving your life from those maniacs. You didn't say that, you ruined it. Ich finde das hier toll. Ah, komm, Rampe, 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 Rampe. Nein! Ja, geil. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Oh, 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 oh. I see that traitor. Yeah. Jimmy! You fucking asshole! He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Nein, Mädel, er hat dich beschützt vor dir selbst. Pornodarstellerin zu werden ist jetzt nicht gerade die Karriere des Jahres. Bestanden. Papis kleines Mädchen. Und damit würde ich sagen... Oh ja. Mist. Okay. Warte mal. Mir als Fahrzeug vor GT wurde beschlagnahmt. Fahrzeuge können bei... gegen eine kleine Gebühr ausgelöst werden. Okay. Und jetzt sind wir schon deutlich über die 20 Minuten. Und damit würde ich dann... mit diesem schönen Meerblick, warte mal. So. Mit diesem Meerblick würde ich sagen, verabschiede ich mich mal von euch. Don't touch me. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Ja. Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen. So, dann sage ich jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge hier bei GTA 5.